So Leute, eigentlich wollte ich gerade ein TFT-Video aufnehmen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich noch 20 Eier habe. Generell wird es hier irgendwann ein insanes Pack-Opening geben, ne? Also das hier, oh. Das hier ist prepared. Also irgendwann wird es hier auf jeden Fall einiges geben. Und ich habe auch generell noch die ein oder andere ja, Sachen hier, ne? Also da wird es auf jeden Fall noch einiges geben. Aber ich dachte, ich mache einfach 10 Eier auf. I mean, why not? Ich habe 20 von Riot bekommen. Ich mache 20 auf. Und dachte mir, machen wir doch einfach mal ein sinnloses Pack-Opening, weil, ne, morgen ist Dienstag. Okay. Krieg ich jetzt wirklich 10 einfach komplett? Sieht ganz okay aus, ne? So ein Mini-Nah, wenn man so will. Und Nah ist einer meiner Lieblings-Units, also, I mean, why not? Okay. Ja, dann machst du ja irgendwas. Das sah jetzt nicht so cool aus, to be honest. Okay, das sieht besser aus, right? Ich meine, der hat immer noch nur einen Stern. Ich glaube, es gibt mehrere mit mehr Sternen. Ich habe keine Ahnung von sowas, ne? To be honest, I don't care. Gib dafür kein Geld aus. Aber wenn ich schon welche umsonst bekomme, dann kann ich die auch öffnen, ne? Generell ist Dienstag-Content bringen immer schwer, weil Dienstag ist ran und dadurch bin ich immer ziemlich durch. Okay, das ist einfach nur ein Chroma vom selben, ne? Es gibt so einen kleinen, der so ein Grab schaufelt. Auf den hoffe ich so ein bisschen. Okay, das ist jetzt ein Two-Star. Der hat auf jeden Fall schon mal Hörner. Ja, schon mal ein bisschen krasser. Der sieht jetzt eher aus wie Ohren. Schau mal, wenn wir den jetzt hier leveln. Jetzt haben wir den auch auf 2. Der hat auf einmal. Ist auf jeden Fall ein bisschen weiblicher geworden. Toxic Haunting. Okay. Aber das sind diese Rune Spirits, ne? Ich glaube, die sind auch gar nicht so geil. Na gut. Okay, wir haben denselben jetzt einfach nochmal. Ich glaube, vielleicht muss man den dreimal kriegen, um die dritte Stufe zu kriegen. Allerdings ist das ja wieder ein anderer. Das heißt, das sind tatsächlich einfach Chromas oder was? Are you fucking kidding me? Okay, das war jetzt eher ein Flop, ne? Okay, das ist nochmal ein anderer von diesen Rune Spirit Boys. Das ist nochmal ein anderer von den Rune Spirit Boys. Okay, der ist cool. Da ist ein kleiner Pinguin, der kann dämmen. Oh, two rare eggs. Okay, das sind seltenere Eier. Okay. Er ist ja selber einfach nur in Pink. Es gibt scheinbar in sehr vielen Farben. Oh ja, das ist er. Der kann schaufeln into, I don't care. Okay, ich dachte, das dauert ein bisschen länger. Okay, da haben wir auf 2. I don't mind it. I take it. Ja, okay, dich nehmen wir auch noch mit. Ich mach doch noch ein Game hinterher. Sakura Feather Knight. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt der ein bisschen cooler. Das ist ja wohl schon mal was. Softnose Moldiver. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Skin ich benutzen soll, weil bei sowas, I don't really care. Der sieht tatsächlich sehr relaxed aus. Der spiegelt meine. Was ist das denn? Was bist du? Du bist eine MSI-Orb. Okay, krass. Na gut. Oh nein, ich werde euch nicht alle. Ah, komm. Ah, okay, ist halt schon weg. Sehr gut. Na gut, machen wir doch noch ein Game hinterher. Ich dachte tatsächlich, dass es das alleinige Video wird, aber 3 Minuten ist auf jeden Fall kein Content. Man kann sowas auch künstlich in die Länge ziehen. Ihr seht meine Fotos, aber das ist kein Problem. Ich hatte ein neues Fotoshooting, was ganz cool war. Aber das hat jetzt nicht sollen sein. Achso, ich habe jetzt auch keinen ausgewählt, ne? Das hätten wir wenigstens machen sollen. Der einzige Vorteil davon ist, dass man auf dem PBE immer hin und her springen muss, aber ich bin eher auf dem Live-Server. Das Ganze ist auch auf meinem Main, also generell werde ich jetzt auch immer auf meinem Main spielen, damit die Elo da steigt. Solange es doch keinen Rank gibt, damit die Normal Games nicht mehr so stompmäßig werden, weil ich habe das Gefühl, dass ich aktuell nahezu jede Runde gewinne, wenn ich nicht trolle. Ich habe nichts, wofür wir jetzt gehen werden. Das heißt, wahrscheinlich steht im Titel steht 20 Eier öffnen und Game. Ah, lassen wir uns mal inspirieren. Ich denke, wir gehen mal wieder für einen Win. Ich glaube, aktuell ist es ganz gut, für die Trial-Sachen zu gehen. Es gibt aktuell 4, 5 Comps, die aus meiner Sicht stark sind. Es gibt aktuell die Items, aber ich denke, die werden einfach geändert werden, bevor es ins Rank geht. Also, dass Lunen so heavy mit AP skate und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so bleibt. Das ist ja gerade in aller Munde. Scar hat dazu auch ein Video gemacht. Vorher hat das übrigens einer im Reddit das Mathe dahinter erklärt. Dementsprechend war Scar jetzt nicht der Erfinder, wie viele sagen. Das ist ein bisschen Bullshit, sondern tatsächlich der Junge. Die haben alle nur einen Stern, also bin ich wahrscheinlich ziemlich cool mit meinen 2 Sternen. Allerdings habe ich immer noch meinen River Spirit. River Spirit übrigens nur einzigartig, wenn man Shen baut. Der hier ist schon ein bisschen AFK, deswegen nehme ich jetzt auch hier den Weg ein. Ah, da hinten läuft eine Tech-Speed rum. No, ist eine 1er-Unit. Nehmen wir trotzdem mit, scheiß drauf. Rekursivbogen einfach sehr, sehr stark. Natürlich eine 1er-Unit willst du am Anfang eigentlich nicht haben, weil du halt eine Unit weniger picken kannst bis zur PvP-Round, aber.
Sollte Feind fallen. I will win this IF Hex. Ja, gut. Okay. Also, wenn, habe ich es auf Band. So viel kann ich schon mal sagen, ne? Ich muss einmal ganz kurz checken, ob ich genug habe. So. Ob ich genug Speicherplatz auf der Festplatte habe. Habe ich. Aktuell habe ich so ein kleines Festplattenproblem, weil ich wieder Napoleon Totem War gezockt habe und das nimmt so viel Speicherplatz weg. It's too early to surrender. Aber wir wären es alle. Ich weiß auch, ich habe früher viel die Stämme gespielt. Es macht jetzt ein bisschen neu die Stämmewelt auf und ich spiele aktuell mit den Gedanken, wieder einzusteigen. Aber generell habe ich früher die Stämme gespielt und ich habe tatsächlich dann Leuten geschrieben: Hey, I'm really sorry, but I'm really good, bla 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 und this server, but you can start over in a new location if you want. Full of myself, never. Ja. Aber wir nehmen das doch mit wegen White. Wir werden Darius 2 wäre natürlich interessant, aber den Crossbow auf ihm zu haben, den Rekursivbogen wäre auf jeden Fall super ätzend. Curvebow. Kasse die Nidalee aufgestellt. Wir können auch Darius aufstellen. Doesn't matter, ne? Die PvE-Rounds sind so oder so free. Ich habe mein Mikro jetzt angepasst, das heißt, ich sollte nicht mehr übersteuern. Aber ich bin deswegen auch wieder ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir haben natürlich alle Hex, ne? Das heißt, ihr müsst mich allerdings jetzt wieder auch ein bisschen lauter drehen. Gebt mir da gerne Feedback. Ich habe hier immer noch eine komplette Soundanlage. Ich habe sie nur immer noch nicht eingebaut. I'm really stupid about this. Aber vielleicht mache ich das mal. Es ist so leider ein bisschen Arbeit, weil ich halt alles absetten muss und so. Wir gehen schon mal für Knights. Aber wir könnten auch für White gehen. Für Knights oder für White? Knight? White? Ein bisschen Knight. Knight. Wild. Ist ein guter Mix, ne? Wir nehmen Kasadin auf jeden Fall mal mit. Ich habe da wenig Kasadins gesehen. Drei Knights aufstellen ist ganz nett. Zwei Knights wäre allerdings genauso gut. Das heißt, wir können die Morde auch tauschen. Weil Morde ist ein bisschen schwächer als Garen, als 1er Unit. Zwei Knights oder drei Knights ist irrelevant, sobald die dritte Unit auch ein Knight ist, weil sie ja trotzdem den Knight-Buff kriegt. Drei Knights spielt man meistens into Ranger, das skaliert ganz gut in Slate rein. Generell wollt ihr mit Knights bei 8 von 10 Experience rerollen, das ist generell auch vor allem dann stark, wenn ihr für Ranger geht, weil Ranger haben Vayne drin und Vayne zieht ihr da relativ oft. Ja, wir haben jetzt Kazza 2, das heißt, wir spielen das Ganze so. Could be a win, wir könnten auch Double Ranger spielen jetzt schon. Aber ich glaube, dass Garen und Darius auf 1 ein bisschen mehr machen. Wir könnten Kasadin jetzt auch den Attack Speed geben und. Ja, komm. Wir machen das so. Das liegt daran, dass wir Kasadin eh nur spielen werden, bis wir auf Ranger wechseln. Das heißt, ich gebe denen sehr gerne alle meine Items, weil der dadurch halt eben stärker wird und mich in diesem Early Game ein bisschen besser carryen kann. Wir spielen auch gegen jemanden, der Knight spielt mit Kasadin. Das ist natürlich giga unlucky. Unser Kasadin haut auf den Mordekaiser, das ist ganz nett. Das Problem ist, sein Kasadin wird danach auf meinen Garen hauen, das heißt, sein Garen kriegt seine Ultimate raus, mein Garen nicht. Er hat generell einen Mordekaiser 2, das heißt, wir verlieren das Ganze. Bisschen unlucky, ne? Auch wobei sein Garen kriegt die Ult nicht raus. Mein Kasadin hat Items. Sollten wir das dadurch gewinnen? Ich glaube nicht. Dass er noch eine Unit hat, ist einfach der große Vorteil. Aber es wird in Unentschieden enden. Weil mein Kasadin den nicht schnell genug vernichten kann. Aber ich hätte es gewonnen. Sieger der Herzen. Ich weiß leider nicht, in welche Richtung das geht. Win oder Losing Streak, das weiß ich wirklich nicht. Wir machen mal den Sound gerade noch ein bisschen leiser, weil ich glaube, ansonsten ist das Verhältnis einfach ein bisschen unschön für euch. Wir gehen natürlich nicht hoch vom Level, nehmen den Pike mit. Pike generell einfach eine starke Unit, kannst du immer als vierte Unit reinschmeißen, wenn du sonst nichts hast. Unser Kasadin wird hier weiter seinen Job machen. Wir stellen den Darius eins nach hinten, weil der Darius nicht Akku ziehen soll. Wobei, nee, wenn der Gegner einen Kasadin hat. Generell auch hier immer lohnenswert, mal zu gucken, was baut der Rest so. Hier haben wir einen Demon. Hier haben wir einen Assassin. Hier haben wir noch einen potenziellen Assassin. Das heißt, Knight Ranger sieht relativ free aus. Gerade wenn ihr überlegt, Heavy zu rollen auf 8 von 10, solltet ihr immer gucken, was der Rest baut. Das ist einfach super wichtig, damit ihr nicht. Versucht etwas zu errollen, was ihr so oder so nicht kriegen könnt, weil es einfach viel zu viele gleichzeitig bauen. Die Runde ist ein easy win. Mein Darius wird sogar nochmal seine Ult rauskriegen. Dementsprechend kann er hier den Garen sogar noch richtig lange tanken. Jetzt läuft mein Garen zwar ein bisschen sinnlos rum, aber ultet ihn und vernichtet ihn. Kasadin generell immer eine sehr angenehme Unit, um am Anfang einfach euch durchs Early ein bisschen zu carryen. Später wird er natürlich deutlich schwächer.
kriegen noch einen Kasadin, den wir nicht mitnehmen wollen. Auch ansonsten sind die Units ziemlich trash, die wir hier kriegen. Ist der beste Aufbau, den wir gerade haben. Varus macht alleine mehr, als es eine Vayne macht. Noble können wir nicht procken. Das heißt, wir verkaufen den Pike, wenn wir die Runde gewinnen. Wenn wir die Runde nicht gewinnen, hätten wir lieber den Pike gespielt. Wenn wir die Runde gewinnen, kriegen wir ein Gold. Wenn wir den Pike verkaufen, kommen wir auf 10. Wenn wir den Varus jetzt verkaufen würden, wäre das dasselbe Prinzip. Wir haben einen Pike reinspielen, aber Varus ist relevant für unsere Late-Game-Option. Kasselin auf 3 zu kriegen ist nicht Teil unserer Late-Game-Option. Gegner hat bessere Units, allerdings keine wirkliche Synergy. Problem ist, mein Kasadin hittet die Vayne, das ist ziemlich irrelevant. Oh, hittet danach leider auch die Tristana. Der Darius wäre hier der Interessante gewesen, den sie hätte hitten sollen. Oder er hitten sollen. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, dass Kasadin weiblich ist. Trotzdem Kasadin natürlich allein über ein Phantom Laser unglaublich stark. Man war auch tatsächlich mal eine Ultimate rausbekommen, das ist sehr nett. Das heißt, wir gewinnen die Runde, verkaufen den Pike, gehen auf 10, sind eco-mäßig gut dran. Sind dafür natürlich allerdings im Karussell etc. dran, denn das war der aktuell Erstplatzierte. Hatte auch gute Units, allerdings keine Synergy. Dementsprechend ein bisschen schwächer. Ärgerlich, dass hier eine Vayne im Rekursivbogen ist. Das ist so ziemlich der Wet Dream von unserer Comp. Vayne allerdings auch attraktiv für uns. Ist allerdings eine 1er-Unit. Ansonsten, wir könnten ja Ahri mitnehmen, einfach um Kasadin MR Reduction komplett zu geben. Mit Phantom Dancer und MR Reduction ist Kasadin eine sehr, sehr starke Unit. MR kriegen wir über beide, also wir kriegen es auf 100%. Dementsprechend ist es fein. Was wollen wir ihn eher wegnehmen? Ghoster haben wir gerade gesehen. Für ihn ist beides hier nicht relevant. Dementsprechend nehmen wir die Ahri. Wenn er jetzt für White gegangen wäre, hätten wir Ahri genommen. Wenn er für Elementals gehen, wären wir für Lissandra gegangen. Allerdings ist Elementals gehen auf dem Level relativ schwer. Das heißt, so oder so war es relativ vorhersehbar, was wir machen. Dadurch haben wir jetzt quasi nochmal MR mehr. Das heißt, wir geben das dem. Wir haben außerdem die Vayne 2. Die spielen wir statt den Varus rein. Und weil wir eh nicht auf 20 Interest kommen, nehmen wir die beiden Kasadins mit. Weil wenn wir auf 8 von 10 schon rollen, können wir in Theorie auf den Kasadin gehen. Der blockt dann zwar unseren Phantom Dancer und unser Dragon Claw relativ lange, aber er ist auch auf Level 3 tatsächlich sehr lange sehr effektiv. Die Knight hat sowas wie Sejuani oder Cho'Gath sehr, sehr gut. Wenn du ihn aufsetzt, hast später auch positioning-mäßig ein bisschen mehr Optionen, weil der Kasadin halt eben als Positioning-Tool sehr, sehr nützlich sein kann. Spielen wieder gegen Ghostars. Wir haben uns seitdem ein bisschen verbessert, weil Vayne ein Ticken stärker ist. Unser Kasadin haut natürlich immer noch weiter auf die Vayne. Das ist immer noch genauso schlecht wie davor. Danach haut unser Kasadin diesmal auf den Darius. Dementsprechend ist der Win noch deutlich klarer. Unser Darius wird ulten, wird dementsprechend hier wahrscheinlich sogar überleben, weil gleichzeitig der ganz lange Effekt von Tristana selten eintritt, aber nevermind, hat für ihn funktioniert. Wir werden trotzdem Kasadin und Garen einmal in der Position tauschen. Ne, wir werden Kasadin und Darius in der Position tauschen, weil das uns das Matchup hier erleichtert. Wir nehmen den Mordekaiser mit. Wir werden jetzt einfach weiter so spielen, es sei denn, wir hitten Mordekaiser 2, dann werden wir den Darius dafür austauschen. Wenn wir einen weiteren Nobel kriegen, nehmen wir den auch mit, einfach um Nobel 3 auf 5 brocken zu können. Weil wir da kein vernünftiges Update haben aktuell. Wir könnten auch Darius rausnehmen und Varus einspielen, um die Synergy hier nochmal zu verbessern, weil Varus ein bisschen stärker ist als Darius 1. Allerdings ist der Knight-Debuff im Early Game relativ stark. Auch jetzt wieder der Blick auf die anderen Felder. Ein bisschen zu spät. Müssen wir nächste Runde nochmal machen. Gerade in der Golems-Round habt ihr eh aufstellungsmäßig nicht so viel zu tun. Oder zumindest ist die Aufstellung sehr, sehr simpel. Der Assassin-Spieler ist ein Problem für uns, weil er unsere Vayne rausnimmt, damit unser bestes DPS-Tool. Den ganzen Fight gewinnen wir super hart, wenn Kasadin den Pike von Anfang an hittet. Dadurch, dass das nicht der Fall ist. Und unser Garen, wobei unser Garen ist ein Hero, Alter. Haut noch zwei Leute raus. Ich glaube, unser Kasadin hätte das auf 1 vs. 3 gewonnen, to be honest. Könnten das die beiden mitnehmen, um auf Void zu gehen, aber Void bietet sich hier für uns nicht wirklich an. Jetzt stellen wir einmal um. Wir wollen den Kasadin hier haben, damit er die Units tankt. Tatsächlich wollen wir ihn hier haben, damit der Garen die Units tankt. Jetzt können wir beim Rest reingucken. Der hat einen Garen-Block, das dadurch. Dadurch haben wir eine Vayne. Einen für Vayne, einen für Garen, einen für Varus. Varus ist allerdings auch nicht die Unit, für die wir rollen. Ein Kasadin. Okay, das ist sehr gut für uns. Das ist ein Kasadin 2, ein Kasadin 1. Ansonsten sehr wenig Kasadin und nur einer, der für Vayne geht. Ah, noch ein Kasadin 2. Das heißt, Kasadin wird doch ein bisschen schwerer auf 3 zu bringen, aber wir haben auch schon 2 mehr. Vayne 3 zu bringen ist hier tatsächlich möglich. Das Rollen auf 8 von 10 für uns also hier absolut eine gute Option. Wir sollten hier keine Probleme kriegen. Kasadin kann am Ende das 1 gegen 1 gegen eine Unit tatsächlich gewinnen. Unser Darius fokus zwar an sich die falsche Unit, aber ist nicht schlimm. Unser Garen kriegt wie geplant eine komplette Ultimate durch. Das ist sehr, sehr nice.
Wir kriegen noch einen Rekursivbogen für die Vayne. Das ist optimal. Da können wir uns eigentlich kaum mehr vorstellen. Und jetzt, wie gesagt, Kasadin kann diese Unit komplett tanken. Vayne ist sogar noch da als Damage-Dealer. Das heißt, ein easy win. Wenngleich ein Item natürlich jetzt nicht die Idealausbeute ist. 8 von 10 bedeutet für uns Heavy Rollen. Das heißt, wir wollen jetzt alles, was wir haben, hier reinklatschen, um die Units, die wir brauchen, zu kriegen. Dass wir hier einen Varus 2 hitten, ist relativ random. Den hatten wir nicht unbedingt vorgesehen. Wir finden auch noch eine Ash, auch das ist random. Okay. Keine schlechte Ausbeute so far. Bisschen die Aufstellung verkackt am Ende. Wir hoffen trotzdem, dass wir die Runde gewinnen. Wir geben Vayne den Rekursivbogen, damit sie das auch auf jeden Fall holt. Wir haben Vayne zweimal auf Tier 2 bekommen. Wir haben Morde nochmal hochbekommen. Morde ist trotzdem nicht besser, als es in dem Moment... Ui. Die Runde sieht tatsächlich relativ close aus auf den ersten Blick. Aber unser Kasadin kann hier den Varus recht entspannt tanken. Er wird jetzt auch seinen Mana verlieren. Dementsprechend müssen wir nicht locken, das ist sehr angenehm. Haben jetzt allerdings viele Units doppelt. Auf 5 wiederum sind wir jetzt allerdings auch sehr stark, denn wir können den Varus noch reinstellen, den wir auf 2 bekommen haben. Da muss man immer aufpassen, dass man den richtigen nimmt. Karen sind wir auch in die richtige Richtung unterwegs. Normalerweise kannst du nicht alles gleichzeitig sammeln, das wird irgendwann zum Problem. Wir stellen Kasadin ein bisschen nach außen. Die beiden Units haben den AOE-Effekt, dementsprechend sind sie wichtiger. Man hätte hier den Rekursivbogen auch sparen können, um den für die Ash zu kriegen. Ja, sehr gute Ausbeute. Wir rerollen jetzt nicht sofort nochmal, sondern wenn wir rerollen, würden wir wahrscheinlich auf 10 von 18 rollen oder auf 16 von 18, je nachdem, ob wir hochspringen wollen oder nicht. Hochspringen ist hier für uns deswegen recht interessant, weil wir den Mordekaiser kriegen würden. Kasadin werden wir hier wahrscheinlich nicht, doch nicht hochkriegen. Dafür haben wir ein bisschen zu wenig bekommen. Also wir haben ihn zwar jetzt zweimal auf Tier 2, aber er blockt auch sehr hart unser Board. Was er jetzt zum Beispiel sagen könnte, wäre, man verabschiedet sich von Darius 3, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, oder von Varus 3, weil Varus 3 ja auch sehr gering ist. Varus 3 ist tatsächlich so gering, weil die Wahrscheinlichkeit für Tier 2 Units steigt, wenn die von Tier 1 Units sinkt mit höherem Level. Auf höchstem Level ist es dann natürlich nochmal unterschiedlich. Jetzt haben wir den Kasadin nochmal. Und jetzt müssen wir halt einen Spot aufmachen. Die Vayne ist relativ nah dran, entwickelt zu werden. Den Darius haben wir nur einmal, das heißt, der Darius fliegt raus und dafür kommt der Kasadin rein. Kasadin 3 wäre tatsächlich interessant. Auch hier jetzt wieder der, wann immer ihr nichts zu tun habt, checkt einfach die anderen Items, die anderen Units. Hat der einen Garen auf der Bank? Ja, der hat auch noch einen Garen auf der Bank. Der hat auch noch eine Vayne auf der Bank, das heißt, der nimmt uns gerade sehr viel weg von dem, was wir wollen. Viele allerdings echomäßig recht tief drin. Die weiter unten sind, sind noch recht frei. Uns fehlen noch zwei Vaynes, das ist durchaus machbar. Wir hoffen ein bisschen auf Seju, Seju Knight und natürlich Glacial. Glacial hier wegen Ash vor allem für uns natürlich nochmal interessant. Eine sehr schöne Ultimate von unserem Garen. Hat sich da nochmal einiges rausnehmen können. Unser Kasadin wiederum, Fokus sein Kasadin, das ist für uns natürlich alles andere als optimal. Lulu kriegt da nochmal eine Ultimate raus. Maybe we actually lose this. Wobei unser Varus hat auch noch die Lulu getroffen. Damit sollte es fein sein. Lulu wird nicht noch eine Ult rauskriegen, weil Kasadin letztendlich seinen Job macht. Ari wird auch nicht noch eine Ult rauskriegen. Und unser Varus finisht den Gegner ab. Wunderbar. Über den Winning Streak werden wir jetzt unser Echo wieder aufbauen können, nachdem wir gerade viel weggerollt haben. Viele High Units drin. Können natürlich gleich Back Abusing betreiben, aber das wollen wir eigentlich nicht. Und eine Unit mehr aufs Feld schicken, als erlaubt ist. Ich glaube, wir nehmen den Braum, wenn er offen bleibt, für den Rekursivbogen. Ich könnte schon mal in Lauerstellung setzen. Ah, der Braum ist weg. Ja, wir nehmen den Gangplank. Hier in der Szene wäre das BF auch fein gewesen, aber die Tier ist später richtig stark auf Ash. Das heißt, wir nehmen die Tier lieber mit. Haben noch eine Vayne bekommen. Ist uns wieder vor das Problem. Den könnten wir jetzt stellen und er würde tatsächlich fighten, aber wir wollen kein Bug Abusing betreiben. Ich möchte das auch gar nicht promoten, dass man so etwas macht. Tricky Situation, ne? Hier nimmt man in solcher Szene aus meiner Sicht den Varus raus. Darüber könnte man aber zumindest diskutieren. Auch Mordekaiser nimmt natürlich jetzt hier eine unangenehme Situation ein. Das würde übrigens Static bedeuten. Static ist auch nicht schlecht, allerdings ist das Mana auf Vayne wasted.
Das heißt, hier würden wir das Mana lieber auf der Ashe haben, damit sie später ihre Ult öfter durchkriegt. Das an sich ist richtig, dass wir hier nicht rollen, weil wir natürlich unser Gold maximieren wollen. Die Problematik an diesem Nicht-Rollen ist allerdings, dass... Oh, Darius hat geultet. Sehr nice. Das wäre ansonsten durchaus problematisch geworden, die Runde. Wenn der Darius da fällt, also früh fällt, dass er jetzt fällt, ist fein. Hätte zur Folge haben können, dass wir tatsächlich in so eine Unterzahlsituation geraten, dass wir hier sterben. Wir wollen Eco-mäßig halt wieder hochkommen. Aber es kann sein, dass jemand in der Zeit die Units trifft, die wir eigentlich treffen wollen. Unser Winning Streak ist eigentlich relativ wichtig gerade, weil er so hoch ist. Ich glaube, wir rollen auf 30 runter. Nevermind. Wir rollen nur einmal, kriegen die Vayne 3. Das ist genau der Power-Spike, den wir brauchen. Schicken Varus dafür raus. Varus mit Spear of Sojourn ist auch ganz nett. Das Problem ist, dass dieser Arrow so lange zum Channel braucht. Deswegen gebe ich Varus relativ ungern Mana. Bei der Ulti zwar dann öfter, aber das ist nicht immer unbedingt hilfreich. Lucky Roll natürlich. Dadurch müssen wir unser Eco jetzt hier gar nicht groß verbiegen und sollten den Winning Streak behalten können. Wobei der K63 natürlich da auch ein Wörtchen mitzureden hat. Spear of Sojourn und Phantom Dancer. Unangenehme Combo. Geht allerdings für den Garen. Das ist noch okayisch für uns. Trotzdem das Ganze sehr schmerzhaft. Unser Kassadin ist Gott sei Dank auf dem Pike. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Trotzdem werden wir diese Runde höchstwahrscheinlich verlieren. Es sei denn, unser Kassadin geht im kompletten 1-vs-9-Mode. Und dadurch, dass der Gegner Assassin hat, blockt er über Phantom Dancer natürlich relativ viel, weil denen ihre Wahrscheinlichkeit zu kritten recht hoch ist. Er nimmt jetzt auch Kha'Zix das Mana weg. Aber trotzdem verlieren wir hier die Runde. Bisschen ärgerlich. Ja, ein bisschen ärgerlich, ne? Viel mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Sind auf 43 Gold, das ist sehr, sehr gut. Wir könnten jetzt hier für eine Glacier kommt noch green, aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir können, normalerweise würden wir jetzt auf 10 von 18 hochleveln, um unser Winning zu halten. Dadurch, dass wir den verloren haben, werden wir wahrscheinlich green, weil wir mit dem Lineup immer noch ein paar Wins einfahren können. Und im besten Fall auf 16 von 18 Heavy Rollen. Also hier unten auf 16 von 18 Erfahrung. Um dann nochmal den Garen und Kassadin zu hitten. Und danach würden wir eben leveln, um die Ashe dann zu bekommen. Und Sejuani. Generell die 4 Units wären dann relevanter. Und Garen und Kassadin wären tatsächlich nochmal ein richtig schöner Power-Spike. Gegner stacken hintereinander, deswegen konnert man hier sehr gerne. Itemmäßig würde ich mir schon noch eins wünschen. Am besten für einen Rekursivbogen. Ah, das Glück wir uns allerdings nicht heult. Ein Gensus zu bauen ist völlig fein hier. Wir könnten jetzt eben hochleveln, wollen wir allerdings nicht. Können auch überlegen, ob wir Fiora mitnehmen, eben wegen Dreier Nobel. Hier. Das heißt, wenn die Fiora auf 2 kommt, würden wir sie wahrscheinlich spielen, wenn wir gleich hochleveln. Gott, Hex. Spoiled. Ja, das denke ich mal auf 0 Echo einfach. Er hatte Garen 3, den wir gerne hätten. Das ist natürlich durchaus ätzend. Allerdings wird sein Garen hier nicht holten können. Ich muss sagen, er hat aber schon ein unverschämtes Glück hier. Hat allerdings wenig Items. Wobei seine Items sind auf dem Lutschen. Ne? Da sind sie jetzt auch nicht unbedingt schlecht aufgehoben. Unser Vayne 3 macht hier einen ganz guten Job. Wird allerdings trotzdem nicht reichen. Wir verlieren gegen ihn. Er ist aktuell auf Platz 1. Aber unsere Eco ist im Vergleich zu seiner Eco halt tausendmal besser. Das heißt, er hat einfach noch aggressiver gerollt. Jetzt noch den Darius mitzunehmen ist ein bisschen too much. Wir können auch hier schon rollen, weil alles, was ihr über 50 Gold habt, ist eh wasted. Das ist besser, so rum. Die Ashe 2 wäre sehr, sehr wichtig für uns. Wir hätten ja auch die Fiora noch verkaufen können. Aber Fiora ist eben... In der nächsten Runde werden wir rollen. Werden wir hochgehen vom Level. Wir sind aber gerade auf dem Losing Streak. Das heißt, wir wollen nicht hochleveln. Ich bin gestuckt. Das ist sehr gut für mich. Der Gangplank kriegt seine Ult nicht raus. Das ist sehr gut für mich. Die Cho-Ult wird allerdings ziemlich disgusting jetzt. Aber wenigstens stirbt er währenddessen, weil unser Garen auch noch ultet. Er muss quasi die Leute irgendwie versuchen rauszupullen mit seiner Assassin kommt. Das schafft er aktuell nicht. Und solange er das nicht schafft, werden wir ihn immer besiegen. Sobald er besser aufstellt, sollte das für uns sehr problematisch werden. Dadurch, dass wir jetzt den Losing Streak verloren haben, macht es jetzt Sinn, wiederum hochzuleveln, also ein Level mehr zu nehmen. Dadurch haben wir auch für eine Unit mehr Platz. Aber wie gesagt, das wird aktuell die Unit werden bei uns, der Cho. Okay, das wird jetzt tricky. I'm gonna be eating first.
Das Ding ist, wir wollen prinzipiell wollen wir Mordekaiser behalten. Wir wollen Mordekaiser generell behalten, weil er uns Vierer Knights als Möglichkeit gibt. Ach, schon wieder gegen den? Are you kidding me? Aber er hat, wie gesagt, er hat kein Gold. Das heißt, er wird auch relativ lang noch auf diesem 5er-Level bleiben. Unser Power-Spike ist jetzt natürlich nicht so insane, dass der Warwick den Noble-Buff kriegt. Das tut uns schon ordentlich weh, weil er halt einfach Giga-Tanky ist und alle unsere Units aktuell tanken kann. Unser Vayne kriegt zumindest noch einen raus. Das ist okay. Das hätte schon mal laufen können. Im Karussell hoffen wir jetzt natürlich auf den Sugar, aber wir sind zu weit oben, um den Sugar zu kriegen. Ansonsten, Phantom Dancer ist natürlich obviously eine starke Variante. Das natürlich obviously auch. Das sollte alles weg sein, bis wir dran sind. Ich habe keinen Rekursivbogen mehr. Ein BF wäre super, aber ein BF kriegen wir ja nicht. Das ist alles irgendwie ein bisschen Schmarrn. Wir nehmen wahrscheinlich einen Pfannenwender einfach. Ja, wir nehmen den Pfannenwender. Wir könnten auch Aurelion nehmen, aber er macht in unser Comp nicht so viel Sinn. Ja. Ansonsten hier auf dem Zweitkanal kommt jetzt wieder King of Spanien. Ich hatte schon gesagt, immer 13 Uhr. TFT dann immer abends. Gestern kam ein TFT mit Scizor, schaut auch gerne rein. Da habe ich ein bisschen sie versucht, nebenbei zu coachen. Er ist einfach nicht auf unser Board gekommen. Er ist einfach nicht auf unser Board gekommen. Oder ist, ah, da ist er. Hat sich versteckt. Trickige Situation. Jetzt hätten wir halt Platz. Ja, zack. Wir haben auch nicht gerollt, wie wir eigentlich angekündigt hatten oder wie ich angekündigt hatte. Das war natürlich ein bisschen Troll. Troll ist auch, dass wir die Ash 2 jetzt nicht aufgestellt haben. Die muss hier normalerweise am Start sein. Ja, den ersten Platzierten werden wir outscalen. Alter, unser Vayne hat richtig Bock mit Ranger Buff und dem Rage Blade. Das Witzige ist, wenn der Ranger Buff früh proc't, dann bekommt sie quasi dadurch, dass sie mehr Attacks macht, auch schon von Anfang an mehr Stacks. Dadurch, dass wir vergessen haben zu rollen, ist es jetzt recht unwahrscheinlich, dass wir noch die Units kriegen, die wir da eigentlich haben wollten. Das heißt, der Garen wird wahrscheinlich keine Option. Ich roll jetzt einmal. Ich roll einmal auf 40. Wenn wir dann den Kasadin nicht hitten. Scheiß drauf. Wir verabschieden uns von diesen Tier 3 Optionen und gehen stattdessen auf den Garen. Auf den. Oh, hier wäre noch ein Garen. Ah, hätten wir uns da nicht verabschieden sollen. Na gut, wir haben jetzt gleich 4 Ranger. Wir werden Kassadin verkaufen. Dadurch, dass wir ja. Die Kata-Ultimate hat auf jeden Fall reingeprügelt des Todes, Alter. Holy shit. Aua. This destroyed really, really badly. Jetzt muss ich einmal gucken, wie wir das aufstellen. Ich glaube, in der Runde lassen wir es noch so. In der Runde lassen wir das noch so. Nächste Runde werden wir das alles ein bisschen switchen. Wir werden Vierer Ranger mit Double Knight spielen. Die Knights werden uns hier nicht mehr helfen. Wir müssen uns eine andere Option überlegen. Weil wir jetzt nicht Vierer Knight gehen können, weil die zu weak sind, dadurch, dass das alles T1-Units sind. Das heißt, entweder setzen wir auf Elementals. Oh oh. Ach man, really? Das ist ein ziemlich sexy Comp. Wir haben jetzt Ranger, Glacial, Phantom müssten wir doch haben.
Oh, ich habe nicht Mordek, ich habe nicht Mordekaiser aufgestellt, sondern Darius. Are you kidding me? Bisschen retarded bin ich schon. Die Runde wird nicht deswegen sehr toll, sondern einfach, weil der Gegner all int ist, so früh. Tut uns hier richtig weh. Aua. Richtig, richtig weh. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall ein Level hoch. Wir können jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir haben eine wunderbare Eco. Wir haben uns das verkackt mit den 3 Units. Da habe ich echt hart reingetrollt. Okay, wir überlegen jetzt halt auf Elemente zu wechseln. Weiß noch nicht genau, wie wir es anstellen. Weil 4er Ranger wird hier uns, glaube ich, nicht zum Erfolg führen. Oh shit, ich habe eine Unit zu wenig aufgestellt. Kindred wieder nicht geultet, ne? Obwohl er eigentlich das Setup dafür haben sollte. Wir hätten die Items natürlich auf Vayne geben können. Ich bevorzuge es hier allerdings auf der Ashe zu haben. Spear of Sojin auf Ashe generell stark, Phantom Dancer und dann halt eben. Noch DMR Reduction sorgt dafür, dass wir in jedem Fall auf jeden Fall den CC haben werden, den wir brauchen. Das ist jetzt eine etwas andere Comp. Wir könnten Double Knight aufgeben. Wir sollten Double Knight aufgeben. Wir hoffen jetzt, dass der da vorne hinspringt. Um Elemente reinzukriegen. Elemente mit Triple Ranger. Er springt da vorne rein, wie geplant. Sehr schön, der Joe wird von Anfang an CC'd. Unser Sage ist halt zu weak, um die Ult rauszukriegen. Unser Brand steht zu weit vorne, weil wir Brand und Lissandra müssten wir im Setup tauschen, davon wie sie stehen, aber es ist okayisch. Unser Ashe hat jetzt so viel Tech-Speed und so viel unendlich Mana, dass der Gegner die ganze Zeit CC'd wird. Plus unsere Vayne ist halt Glacial und wir haben 4er Glacial. Das ist ziemlich stark. Also diese Conversion, die hat mich, wie gesagt, Brücke, ich habe das schon mal als Brücke gebracht, dass sie wäre super sick für uns, dass sie wäre auch fein für uns. Aber Anivia wäre schon mega sick. Wir können nämlich Lissandra sofort rausschmeißen. Lissandra ist gerade ein klarer Schwachpunkt in unserer Comp. Huh, der war close. Ich dachte tatsächlich, er geht für Anivia, aber das macht er gar nicht. Okay, jetzt kriegen wir Lissandra raus. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, wir sind 4er Glacier, würden jetzt gerne für 5er gehen. Es gibt allerdings keinen vernünftigen 5er Glacier mehr. Es sei denn, wir nehmen Brand raus und lassen stattdessen weiter Lissandra spielen. Nevermind, ich bin dumm. Voll gut. Wir tauschen jetzt einfach das. Dass der Brand da immer noch so weit vorne steht, ist ein bisschen ärgerlich. Wenn wir auf 8 gehen, würden wir welche Unit spielen? Den Varus. Wir werden den Varus spielen, dadurch ist es für uns irrelevant, den Cho zu halten. Es sei denn, wir kriegen ihn jetzt günstig nochmal ein Level-Up. Die Anzahl an Kindreds, die ich hier zur Verfügung hatte, ist insane. Zwei Lissandras mitnehmen, um dadurch den Brand zu tauschen und der Option auch für 6er Glacier zu gehen, klingt zwar interessant, aber es gibt einfach keine Glacier-Unit mehr, die ich hier spannend genug finden würde. Der Yasuo stirbt einfach instant, die Cutter stirbt auch instant. Glacier ist einfach disgusting. Unsere Vayne stuck da hinten. Ich glaube, wir müssen Vayne und Ashe tauschen. Ich glaube, Ashe hat ein bisschen mehr Attack-Speed, Attack-Range. Oder wir stellen da die Anivia hin. Weil ich deren Attack-Range jetzt auch nicht kenne. Attack-Range sind generell ein räudiges Phänomen in dem Game. So, er ist immer noch der Erste. Er hat auch seine Echo wieder aufbauen können. Und er geht auch für Ranger. Das ist potenziell unser Endgegner. Wir bleiben auf 50 Gold, zumindest die Runde auf jeden Fall. Ich glaube, auf der Seite könnten wir uns besser aufstellen. Ah, nicht viel. Ne, könnten wir nicht wirklich. Wir werden nicht bedeutsam besser stehen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach sterben, weil wir gerade so greedy of gold sind. Aber wir können nächste Runde noch ein Level hochgehen und ein Level hoch wäre für uns tatsächlich relevant. Jetzt spielen wir gegen den Bubba auf der Map hier. Den wir ganz gut durchzuziehen, aber der Garen tankt trotzdem für 700 Jahre, das ist durchaus unangenehm.
Die Kindred Ultimate gibt uns allerdings Zeit, zumindest noch ein, zwei Units mitzunehmen, bevor wir hier sterben. Dadurch ging auch die Anivia Ult viel, viel länger, als sie jemals gehen dürfte. Unser Ash verschafft uns auch nochmal ein bisschen Zeit. Der Lucian von ihm hat allerdings natürlich insane Items auch. Okay. Also, er ist auch auf 40 Gold. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das noch gewinnen, ist recht gering. Eigentlich können wir das nicht verlieren. Brand ist auch egal, wir können Brand noch als Bauernopfer hinstellen. Das Wichtige ist quasi, dass die beiden hitten, damit der gestunt ist. Weil die beiden können den One vs. Nine legen quasi. Unser Ash hat so gute Items, dass eine Ash-3 natürlich für uns super geil wäre. Elemental springt auch in die richtige Richtung, der Gegner ist von Anfang an CC. Mit 4er Glacial hast du eigentlich nie Probleme gegen den Drake. Was gibt er uns? Eine Tier, ist okay, können wir Kindred geben. Kindred Ultimate gerade für uns sehr, sehr entscheidend. Wir kriegen den Brand Spy. Das war auch wichtig. Uns fehlt es halt so ein bisschen an einer vernünftigen Frontline hier. Vor allem, weil wir die Seju noch nicht auf 3 haben, aber das lässt sich ja jetzt vielleicht ändern. Boah, die Anzahl der Kindreds ist insane. Noch nie erlebt. Kindred beginnt mit mehr Mana. Die Kindred Ultimate wird hier den großen Unterschied machen. Oh, der Gegner spielt eine Void-Assassin-Kombo, lockt uns allerdings nicht raus, dass seine Units zu weit vorne stehen. Dementsprechend sollte es relativ free sein. Vierer Ranger natürlich auch vom DPS her ziemlich unantastbar. Plus halt eben der CC über Vierer Glacial, komplett disgusting. Das heißt, der ist raus. I'm sorry, Bro. Und jetzt spielen wir am Ende gegen den Cheetah. Kappa. Wir müssen all in, ne? Doesn't matter. Really sorry. Ja. Wir können cornern. Wir haben allerdings, er hat 4er Ranger. Er hat weniger Frontliner. Da siehst du seine Frontliner Tier 3. Das heißt, maybe he has a chance. Hängt alles von der Kindred Ult jetzt ab. Wenn Kindred ultet, sind wir fein. Wenn sie nicht ultet, sind wir nicht fein. Seju 2 plus der Elemente da natürlich auch nochmal, der da reinkommt. Ken kann nicht ulten. Seju kann allerdings ulten und die Seju Ult ist sick für uns. Ken würde dadurch auf jeden Fall ebenfalls ulten. Die Anivia Ultimate ist halt Big Troll. To be honest, ist das schon hard BM. Ah, da kommen wir leider nicht ganz gegen an. Wenn die Anivia Ulta in die richtige Richtung fliegt, dann maybe. So, haben wir uns den zweiten Platz. Gegner hat die ähnliche Kopf gespielt, allerdings aggressiver gerollt, früher die Sachen getroffen. Wir haben die Tier 3 Units fallen lassen, was ein Fehler war, allerdings darauf gut adapted und sind noch für Night gegangen. Hau da rein. 4 Elemente, upsie.